Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Zuschauerpost-Video für dich und wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein bisschen zu stöbern, was hier so eingetroffen ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also ich habe zwei Zuschauerpakete bekommen, die ich euch gerne noch zeigen möchte und dann habe ich Post von Beautymates bekommen. Ich habe es euch ja gestern erzählt, dass ich schwanger bin und ja. Natürlich habe ich mit meinen Kooperationspartnern da etwas eher drüber gesprochen, weil ich gerne wissen wollte, welche Produkte gegebenenfalls Inhaltsstoffe drin haben, die ich jetzt in der Schwangerschaft besser nicht verwenden sollte. Ne? Und dementsprechend hat Beautymates mich aufgeklärt, was ich total cool fand, also welche Produkte dann jetzt gerade nicht so verwendbar sein sollten, und hat mir ein mega geiles Babypaket geschickt. Das war so schön. Das war quasi das erste Babypaket, was ich überhaupt bekommen habe. Und ich habe so geheult, als ich das ausgepackt habe. Ich habe dann erst zu meinem Freund gesagt, so, ich habe hier was von Beautymates. Was habe ich denn gekriegt? Ne? Ja, neues Produkt und ein Babypaket. Ja, ich zeige euch erst das Babypaket und dann zeige ich euch gleich das neue Produkt natürlich. Und ja, erstmal gab es, also ich kann euch das ja mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe so geheult. Mann, das ist überhaupt noch trocken. Das ist so viele Tränen. Und ja, Mommy to be. Das bin ich, ne? Das ist schon krass. Liebe Claudi, wir von Beautymates wünschen dir und deiner Familie nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurem erwarteten Nachwuchs. Als Anlass wollten wir dir eine kleine Freude machen, sowohl eine kleine Aufmerksamkeit für das Baby als auch einen beruhigenden Tee für die werdende Mama mit kleiner Nervennahrung. Viele liebe Grüße, dein Beautymates-Team. Und ein Herzchen ist dabei. Und das, also diese Karte wird in Ehren gehalten, weil das quasi nach meiner Mama, die uns einen Strauß Blumen geschenkt hat, das zweite Babypaket quasi war. Oder der zweite Glückwunsch, der uns da dann geäußert worden ist. Und das macht mich halt total glücklich und stolz. Und ihr merkt's, ne? Und das hier ist das Süßeste, was ich seit langem in den Händen gehalten habe. Das ist so ein Mulltuch. Oder Moltontuch nennt sich das, glaube ich, ne? Ich muss noch so ein bisschen in dieses Baby-Business einsteigen. Und das ist ein Häschen, total passend jetzt im April zu Ostern, ne? Und ich habe das Paket, war das im April oder war das sogar noch im März? Wie gesagt, ich habe das relativ früh denen auch mitgeteilt. Und hier steht halt auch so drauf gestickt Beautymates drauf, aber halt sehr dezent, ne? Das kannst du sowohl als Sabbatuch nehmen, als auch als Kuscheltuch für das Baby. Finde ich so cool. Und dann halt hier so ein... Ja, Hasi, das ist so hübsch, mit so kleinen Knötchen dran. Also geil, also vielen, vielen Dank, liebes Beautymates-Team, dass ihr da an mich gedacht habt. Ich habe auch direkt mich natürlich bedankt und so, ne? Und ich freue mich schon drauf, dass wenn wir dann das Kinderzimmer einrichten können, dass dann auch solche Sachen schön dort seinen Platz finden werden, ne? Das ist so schön, Leute, ich sag's euch. Dann habe ich hier einen Tee drin und ich bin ja aktuell sowieso mega auf diesem Tee-Trip, deswegen geilomat. Kappa Natural Fair and Delicious Cranberry and Raspberry, also quasi Cranberry und Himbeere ist das, ne? Infusion, ein Bio-Früchte-Tee. Hier steht es auch nochmal mit Cranberry und Himbeere und das ist dieser hier. Und die Kappa-Tees sind immer sehr, sehr lecker. Ich stehe halt aktuell wirklich auf diese Früchtetees und weniger auf diese Gewürztees. Das ist nicht ganz so meine Welt. Und freue mich da halt sehr drüber. Ne? Das wird auf jeden Fall getrunken. Ich trinke jetzt in letzter Zeit halt alle auch kalt, weil es doch etwas wärmer draußen wird. Dann habe ich noch ein bisschen Haribos hier drin. Ein bisschen Gummibärchen. Freue ich mich drüber. Und natürlich Nervennahrung, Schokolade. Das ist mit Bratapfel. Wow, da muss ich gucken, was mein Magen dazu sagt. Der spielt jetzt ja in letzter Zeit doch etwas verrückt, ne? Ist ja klar. Und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebes Beautymates-Team, dass ihr da so eine kleine süße Aufmerksamkeit mir direkt geschickt habt. Das war echt cool. Und ja, dann habe ich natürlich noch das neue Produkt von denen auch zugeschickt bekommen. Das muss jetzt noch ein Jährchen warten, weil das fällt in die Kategorie der Produkte, die ich jetzt aktuell nicht verwenden kann, darf, soll. Weil, wenn man schwanger ist, hat man eine sensible Haut. Und ich habe ja schon per se eine sehr sensible Haut. Und jetzt ist sie nochmal ein Stückchen mehr sensibel. Dann sollte man auf Säuren verzichten und so weiter. Ich drehe euch dazu nochmal ein separates Video. Und auch Retinol ist da dann nicht so unbedingt das, wozu man greifen sollte. Aber ihr kennt das von mir. Ich liebe normalerweise Retinol. Und ich freue mich drauf, das in einem Jahr verwenden zu dürfen. Weil Retinol
ist ein Produkt oder ein Inhaltsstoff, das ist der Anti-Aging-Inhaltsstoff. Und ihr könnt auch auf dieses Produkt mit Claudi 30% sparen, ist klar. Ne? Das ist mein Affiliate-Rabattcode für euch. Und ich durfte das Produkt damals auch vorab testen. Ich weiß gar nicht, wann das war. War das letztes Jahr im Sommer oder so? Letztes Jahr im Herbst, da hatte ich doch auch diesen Ausschlag am Hals und so, ne? Also es war ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich den auch verwendet und der hat mir so gut getan, weil Retinol ist ja auch dafür da. Retinol ist richtig intensiv gegen Unreinheiten, gegen Falten und so, ne? Weil der halt wirklich an den obersten Hautschichten intensiv arbeitet. Und das hat er dann halt auch tatsächlich an meinem Hals gemacht und das richtig hart repariert, ne? So, so geil. Und das ist hochkonzentriert, so wie alle Booster bei Beautymates halt. Und der ist halt hier noch original verschlossen. Den lasse ich auch noch zu, wie gesagt, ne? Weil dann kann ich ihn in einem Jahr verwenden. 1 bis 3 Tropfen gibst du dir einfach in deine reguläre Tagescreme oder eher Nachtcreme mit rein. Also Retinol eher nachts verwenden. Und dann kannst du das auf dein Gesicht geben. Immer an Retinol rantasten, das kann ich euch nur sagen und raten. Das heißt, ihr fangt dann, was weiß ich, einmal pro Woche mit einem Tropfen an und dann steigert ihr euch. Ne? Also so, wie es euch halt gefällt, wie eure Haut das gerne mag. Und bei Beautymates habt ihr die Möglichkeit, dass es auch eine 30 Tage, glaube ich, Geld-Zurück-Garantie gibt. Das ist einfach so geil. Also ihr könnt die Produkte erstmal testen. Das heißt auch den Retinol Use Booster, dass ihr schaut, ob ihr den überhaupt vertragt. Ne? Ihr könnt sowieso euer Set individuell zusammenstellen im Set-Konfigurator. Verlinke ich euch auch alles in der Infobox und so. Aber da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber das ist halt das Produkt, auf das ich seit Monaten gewartet habe. Und dann werde ich schwanger. Ich sag's euch, ich freue mich da auf jeden Fall total drüber. Das ist so ein richtig krass geiles Anti-Aging-Produkt. Hallo? Ach so, mein Handy erinnert mich daran, dass morgen Biomüll und gelber Sack ist. Haben wir eben rausgestellt, vielen Dank. Und kann ich euch auf jeden Fall auch in der Kombination mit der Hyaluron Cream Lift mega empfehlen. Das ist ja auch die Anti-Aging-Cream bei Beautymates mit Ceramiden und Ziza, Moringa, Mango-Butter und so, ne? Mega geiles Produkt. Und das gibt's im Retinol Use Set vergünstigt. Und wenn du dann halt noch Claudi 30 anwendest, gibt es nochmal 30% Rabatt. Also ist ein guter Deal, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ist in der Infobox, wie gesagt, alles verlinkt. Ne? Und ja, auf jeden Fall auch vielen Dank an Beautymates, dass ihr mir den trotzdem zugeschickt habt, auch wenn ich ihn jetzt aktuell noch nicht verwenden darf. Aber ne, so kann ich halt trotzdem auch drüber reden, euch den empfehlen und euch sagen, dass es ihn gibt, weil es ist ein geiles Produkt. Ich habe mich da so drüber gefreut, ne? Als ich dann, ich glaube Anfang des Jahres, hatte dann mir die Beautymates-Beraterin geschrieben, dass der jetzt endlich kommt und ich so, yay! Dann bin ich schwanger und ich so, nein! Trotzdem aber, yay! Das ist halt, ne? Oh, ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber nein, es ist vollkommen in Ordnung. Aktuell wächst ein Leben in mir. Dementsprechend muss ich nicht meine Haut mit Anti-Aging-Produkten behandeln, ist klar. Aber ja, geil, empfehlenswert, Leute. Testet es auf jeden Fall, wenn ihr möchtet. Und alles dazu in der Infobox verlinkt. Und vielen, vielen Dank an Beautymates für dieses wirklich tolle, schöne Paket. Und das zeigt ja auch wieder geile Kooperation, Leute. Das Ganze ist nicht nur irgendwie Business, rampampam, sondern es ist halt auch wirklich eine persönliche Geschichte. Und das, ja, wärmt mein Herz halt echt auf. Ne? Kann man nicht anders sagen. Dann habe ich hier ein Paket, das habe ich echt vor wirklich lange Zeit zugeschickt bekommen von der lieben Melanie. Und ich bin halt noch nicht dazu gekommen, das in einem Video halt zu zeigen. Und hier ist das Paket und ich möchte das jetzt gerne mit euch zusammen hier auspacken. Okay, sie hat... Oh, wow. Okay, der Brief ist von Februar, Leute. Das ist echt der Wahnsinn in Tüten. Es ist ein sehr, sehr langer Brief, den ich jetzt auch nicht vorlesen möchte, weil ich glaube, das ein oder andere ist tatsächlich hier auch noch, ja, sehr persönlich, was hier aufgefasst worden ist. Und dann war auch noch das Problem, ja... Wer es mitbekommen hat, im Januar ist der... ist mein Schwiegeropa in Spee gestorben, der übrigens... Jetzt muss ich schon wieder, ich muss mich zusammenreißen. Heute hätte er, also heute, wo ich drehe, hätte Heinz auch tatsächlich Geburtstag. Er wäre 94 Jahre alt geworden. Dadum, ne? Ist eigentlich ein ziemlich schwieriger Tag, aber trotzdem, so, egal. Und das greift sie halt auch in dem Brief auf. Auch, dass es meinem Opa in dem Zeitraum richtig scheiße ging. Der musste ja auch wiederbelebt werden und da gab es echt eine schwere Zeit und er hat sich mittlerweile etwas berappelt, aber wow,
damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Leute. Er hat sich jetzt ein bisschen berappelt, aber es ist so, dass er halt als ein Mann gegangen ist, der halt gehen konnte und jetzt als extremer Pflegefall nach Hause gekommen ist. Und das hat unsere Familie halt auch echt leider sehr auf den Kopf gestellt. Also auch die Beziehungen zwischeneinander und so. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Und eben noch hier. Yay. Und jetzt traurig. Ne? Das ist alles, und Hormone spielen natürlich jetzt auch noch ziemlich bei mir mit. Auf jeden Fall wollte sie mir wegen meiner Situation im Januar, Februar eine Freude machen und hat mir dieses Paket geschickt. Und das machen wir jetzt mal auf. Zum Entspannen und Wohlfühlen hat sie hier drauf geschrieben. So schön. Oh mein Gott. Als erstes habe ich hier ein Deep Sleep Pillow Spray von This Works mit drin. Das ist total klasse. Das ist ein Lavendel-Spray. Das sprüht man sich halt auf das Kissen und dann kann man etwas besser einschlafen. Also kann ich sehr gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank. Und dann hat sie mir von Kneipp, ich liebe dieses Produkt, das verwöhnende Cremeöl-Peeling mit Kamille und Argan reingepackt. Das ist so ein schönes Körperpeeling. Also vielen, vielen Dank, liebe Melli. Das ist richtig, richtig schön. Gefällt mir. Eines meiner absoluten Lieblingspeelings. Und dann hat sie mir von Elemis Pro Collagen Marine Cream Anti-Wrinkle Day Cream Anti-Aging mit reingepackt. Ich habe eben noch gesagt, Anti-Aging. Ne, mache ich jetzt gerade nicht so. Aber ich glaube, das darf ich auf jeden Fall verwenden. Also werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Vielen, vielen Dank. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf meine Review im Aufgebraucht-Video freuen. Dann hat sie hier am 4. Januar mir einen Brief geschrieben. Und das hatte sie auch in diesen Brief hineingeschrieben, dass sie versucht hatte, diesen Brief an meine Packstation zu schicken. Das hat natürlich nicht funktioniert und der kam zurück. Und daraufhin hat sie dann ein komplettes Päckchen gepackt und es an die Packstation geschickt. Der Wahnsinn. Sammy sitzt hier auch schon parat. Ja, Sammy, mal gucken, ob hier was für dich mit drin ist. Ansonsten gibt es hier gleich noch ein zweites Paket. Da ist auf jeden Fall was Großes für dich drin. Und diesen Brief werde ich mir aber wirklich ganz in Ruhe und nur für mich durchlesen. Weil ich sehe es gerade selber, er ist handgeschrieben. Er ist richtig, richtig lang. Und das lese ich mir in Ruhe durch. Dankeschön, auf jeden Fall. Ich lege den auf jeden Fall zur Seite und lese ihn gleich. Dann habe ich hier allerlei leckere, geile Geschichten drin. Ferrero Rocher Haselnuss, das ist eine Schoki. Und die ist extrem lecker. Also vielen, vielen Dank. Die wird den Abend nicht überleben. Die hier wird den morgigen Abend nicht so wirklich überleben. Johnny Doodle Milk Salted Peanut and Caramel Go Nuts. Oh, so lecker. Die muss ich nur von meinem Freund verstecken. Weil wenn er die sieht, wird er genauso Bock drauf haben wie ich. Dann habe ich hier Müsli-Riegel von Crownfield. Die mag ich auch gerne. Das ist halt so mit Cerealien und Schokolade. Da habe ich einige hier drin, was ich sehr, sehr gut finde. Weil sowas kann ich mir aktuell gut essen. Weil ich habe ja natürlich immer wieder diese Schübe, dass ich irgendwas essen muss. Und dann esse ich mir entweder einen Apfel, eine Banane oder einen Löffel Biskuit und so ein Kram alle. Ne? Oder halt einen Müsli-Riegel. Sehr, sehr gut. Wusste sie zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Dann zwei Marienkäfer auf Kleeblättern. Richtig süß. Lecker Schoki. Dann M&M's. Ich liebe M&M's. Oh, Salted Caramel. Oh mein Gott. Das ist sehr, sehr geil. Und dann habe ich hier noch von Katjes Vitaminis. Joghurt und Vitamine. Fun Fact habe ich mir nicht genau das hier, aber so ähnlich. Ich glaube, aber auch von Katjes. Sind das nicht die gewesen? Weiß ich gar nicht. Am Samstag, als ich einkaufen war, gekauft, weil ich das überhaupt drauf hatte. Also, liebe Melanie, vielen, vielen Dank. Das sind so schöne Sachen. Ich freue mich über den Brief. Den werde ich mir nachher in Ruhe durchlesen. Und vielen, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast und meinem Herzen eine Freude bereiten wolltest. Das hast du auf jeden Fall gemacht. Hier habe ich jetzt, last but absolutely not least, ein riesiges Paket von der lieben Daniela. Und es ist wirklich riesig. Und hier ist ein großes Ding drin für Sammy. Und das wird er gleich zuallererst bekommen. Also das ist wirklich riesig, ne? Wow. Das ist echt krass. Und ich hatte mich auch schon bei ihr bedankt, ohne dass ich das Paket geöffnet hatte. Und da sagte sie, ach, schau doch erstmal rein. Ich musste halt erstmal noch ein bisschen warten. Oh mein Gott, ist das eine süße Tüte. Ist einfach ein Hund drauf. Ich meine, gut, Sammy hätte eher ein blaues Schleifchen als ein rosa Schleifchen. Aber süß!
Mag ich gerne leiden. Steht auch für Sammy drauf. Also Mr. Bau, das ist für dich. Jetzt roll ich mal nach hinten und seht ihr meine fantastische rote Chillhose, die ich gerade anhabe. Weil ihr müsst ja auch sehen, wie Sammy seinen Kram bekommt. Mr. Bau runter. Okay, was haben wir hier drin? Lucky Dog Premium Hühnermägen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, oder Sammy? Nom. Oh, mittlerweile kann ich sogar endlich vor der Kamera auch wieder aufstehen, Leute. Ein kleines Bauchi. Das wollte ich euch sonst nicht zeigen. Nom, 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 nom. Ja, es schmeckt ihm definitiv. Also seiner Sabberspur nach zu urteilen, ist es auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Geschichte. Oh, aber hier sind gute Leckerlis drin. Mega, Daniela, echt. Das hier ist von Rocco Chings, 100% Beef, Originals, The Original Taste. Das ist auch total geil, ne? Sowas kann man schön, ja, halt so zwischendurch mal geben. Sammy hat eben extra kein Abendbrot bekommen, dass er jetzt einfach mal so ein bisschen schnabulieren kann, ne? Übrigens, Mr. Bau, ne? Das Buch, Sammy endlich ankommen, ist bei euch auch sehr gut angekommen tatsächlich. Da habe ich schon sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch das mal verlinkt, dass ihr vorbeischauen könnt. Ne? Wenn ihr es noch nicht habt, es ist eine schöne Geschichte, die aus Sammys Sicht geschrieben ist, was er die 2 Jahre so erlebt haben könnte, rein hypothetisch, bevor er halt über den Tierschutz dann zu uns gekommen ist. Ja, da habe ich sehr viel Herzblut reingesteckt, muss ich wirklich sagen. Dann habe ich hier, oh, nochmal Jeans von Rocco. Oh, guck mal, das ist Ente, Sammy. Nom, sag. Nom, nom, nom. Du weißt gar nicht, womit du das verdient hast, ne? Mit Süßsein. Sammy, mit Süßsein hast du das verdient. Ja, weil du bist. Da brauche ich ihn mal schneller aufmachen. Ja, Moment, Moment. Oh, das riecht aber sehr, sehr lecker, muss ich wirklich sagen. Das hat auch so richtig Struktur. Ente ist natürlich ein bisschen fetter, aber kommt immer gut. Und Sammy mag halt auch gerne diese ja, natürlichen Sachen, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Ne? Wenn es halt jetzt nicht irgendwie irgendwas zusammengepresst ist oder so ist. Das ist tatsächlich eher so seins. Das ist nicht wegen uns oder so, sondern tatsächlich wegen ihm. Oh, und das hier kriegst du dann als letztes, ist klar, ne? Dann ist die Tüte auch leer. Hier haben wir von Bako was drin. Kauring gewickelt. Oh, das ist natürlich schön. Dann schmatzt du uns gleich einen vor. Das ist vollkommen in Ordnung, ne? Bevor ich ihn erst in Schere holen. Oder meinst du, Frauchen ist hälkig genug? Das kriegt die hin, ne? Irgendwann muss die, ja, das ist die Sache, ich muss demnächst ja auch irgendwelche Gläser aufschrauben können und, ne, muss ja auch gutes Vorbild sein. Das sieht gut aus. Magst du das? Ist ja ein bisschen kauen. Das ist nur kauen. Jetzt gerade nicht. Ich leg dir den mal hier vorne hin. Wenn du nachher Bock hast, gönn dir hart. Ja. Das ist die rote Hose. Das ist genial, ne? Du kannst halt einfach keine engeren Hosen mehr tragen. Vorsichtig, Mr. V. Danke. Ja, okay, ja, vielen, vielen Dank. Sag ich einfach jetzt mal in Sammys Namen. Der kann jetzt gerade so vor sich hin schnüffeln, ne? Ja, ja, schnüffel du nur durch die Gegend. Ich gucke jetzt einfach mal weiter ins Paket hinein. So krass. So krass. Step One hat sie hier drauf geschrieben. Schwimmkerze, wie geil. Die kannst du, das finde ich schön, ne? Die kannst du so in eine Schale mit Wasser reinmachen, ist jetzt fantastisch im Frühling. Und dann machst du die an und dann, oh, das sieht so schön aus. Ich habe ja bald Geburtstag, dann kann ich mir das auch gut vorstellen, so als dekoratives Element, ne? So als Gartenelement oder so. Richtig schön. Guck mal, und das sind auch so schöne blau-weiße. Die mag ich gerne leiden. Das ist echt hübsch. Hat sie von Depot gekauft, krass. Richtig schön. Mag ich, wirklich. Dann hat sie hier eine Glossybox reingepackt mit Step 1 Ausrufezeichen. Bin mal gespannt, was hier drin ist. Hm, Sammy, was meinst du? Oh, ja gut, das konnte sie jetzt natürlich nicht wissen, dass ich Schwangerin, ne? Denn hier ist tatsächlich ein Fruchtsekko drin enthalten von Rotkäppchen. Ist nicht schlimm, denn ja, jetzt dadurch, ne,
kommen halt öfters mal Menschen zu Besuch bei uns. Ich meine, mich kommen trotzdem Leute immer so, ne? Auch sonst besuchen. Das hört sich so traurig an. Aber meine Mom oder so, dann kriegt ihr halt einen Fruchtsäcke. Oder ich bringe ihr das mit, wenn wir da demnächst zum Grillen sind, weil ihr Mann hatte auch Geburtstag. Ne? Deswegen, das ist überhaupt kein Problem. Das geht wohl auf bei uns. Dann habe ich hier was drin, das ist ja geil. Isana, ein schäumendes Duschgel. Das ist quasi so eine Art Dupe zu... Sammy, nicht mich angucken. Da vorne hast du deinen Kauring, da musst du hingehen. Guck mich gerade an, ne? Zu Rituals, ne? Das ist ganz cool. Oder zu Bilou-Sachen. Und das ist halt mit diesem No-Drama-Lama. Liebe ich wirklich. Und das ist toll. Schön. Ja, mag ich gerne leiden. Also vielen, vielen Dank, ne? Also das kommt in Anwendung. Daniela? Ich weiß nicht. Ich glaube Dani. Ich sag Dani. Jede Daniela, die ich kenne, wird Dani genannt. Oh geil, dann habe ich hier noch drei so richtig süße Sachen. Ich habe eben mein Aufgebrauch-Video gedreht und diese Maske reviewed und gesagt, dass ich sie geil finde, also gut finde, ne? Empfehlenswert. Isana Tuchmaske Butterfly, schöne Feuchtigkeit, sehr empfehlenswert. Dann dazu die Badeperlen. Wir haben keine Badewanne, aber ich werde die auf jeden Fall für ein Fußbad oder so verwenden. Weil wenn die so riechen wie die Maske, zauberhafte Badeperlen mit floralen Duft und Extrakt aus weißem Tee. Schreibt meinen Namen, ne? Kann es nicht anders sagen. Und noch eine Tuchmaske Strawberry, geil. Von Holika Holika, genau. Mag ich auch gerne leiden. Vielen, vielen Dank. Wird verwendet. Das wäre es der Born, hast du gesagt, ne? Gucken wir mal. Achso, wahrscheinlich Pflege ist der erste Schritt. Und dann hast du, ich hoffe nicht zu eskalativ, dann dekorative Kosmetik vielleicht in Step 2, man weiß es nicht. Weil es ist eine Look Fantastic mit I Heart Revolution und so weiter, ne? Also da weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich hier Pringles, was ich feier. Also Pringles mag ich gerne. Oha, hier ist ja noch mehr. Und Pringles mag ich gerne leiden, die werden auch tatsächlich jetzt sehr, sehr bald vernascht. Ich habe zwar jetzt überhaupt nicht diese Gelüste-Phase, sondern bin eher auf dem Trip, dass ich nicht so den Appetit habe. Aber sowas regt meinen Appetit tatsächlich an. Böse, böse, ne? Und ja, mag ich gerne. Mal gucken, was ich jetzt hier in dieser Box drin finden werde. Nein, wie geil! Okay, Damen-Thermosocken mit ABS-Druck, liebe ich. In meiner Größe. Stoppersocken. Finde ich genial. Wir haben ja auch hier gefühlt überall Fliesen und so, ne? Oh, geil. Ich mag einfach solche Kuschelsocken und so und die sehen auch wirklich flauschig aus. Also vielen, vielen, vielen Dank. Finde ich echt super. Einfach mal Socken. Geil. Oh, da stand ich auch vor, als ich letztens im Rossmann war. Genial. Habe ich nicht gekauft. Habe ich jetzt Geschenke gekriegt, freue ich mich. Catrice, Hop Hop Hooray. Das sind die beiden Nagellacke aus der Limited Edition. Das finde ich jetzt genial. Wenn du da so Sachen hast, wo du vorstehst und dir sagst, ach komm, Claudi, brauchst du eigentlich nicht. Und ne? Du haust dir so mental auf die Finger. Aber eigentlich hättest du es gerne, weil das einfach ein Häschen ist und dann kriegst du es geschenkt. Genial. Vielen, vielen Dank. Finde ich geil. Hier auch tatsächlich ein bisschen Stoff, aber auch der wird weiter wandern. Ich habe es ja quasi für euch gestern erst offiziell gemacht, dass ich schwanger bin. Also von daher, das kann keiner vorher gewusst haben. Geil! Merci Together, die mag ich ja auch ganz gerne. Ne? Gefüllte Schokostücke in 5 Sorten feiere ich. Vielen, vielen Dank. Also das ist quasi wie, weiß ich nicht, wer hat diese kleinen, Britta Sport hatte doch auch solche Viecher, oder? So kleine Dinger. Und ich glaube, dass Messi das dann quasi adaptiert hat. Finde ich aber gut, weil ich mag die gerne. Mega geil. Da haben wir drin Creme Brûlée Hazelnut. Cappuccino Nuss. Mandelcreme Nougat Crunch. Die wird mein Freund mir mopsen. Und Karamell Brownie. Sehr geil. Und dann habe ich hier noch eine Handcreme drin. Oh, ist die süß. Ich glaube, das Duschgel dazu habe ich auch schon leer gemacht. Feel Pretty, 24 Stunden Feuchtigkeit, eine Limited Edition. Ja, unser Igel Irmgard wird jetzt diese Woche, wenn ihr das Video seht, diese Woche, ne? Also Ende April, Anfang Mai ungefähr, da werde ich das Gehege außenrum wegnehmen. Und dann hat sie zwar immer noch ihr Häuschen, wenn sie reingehen möchte, und da werde ich auch immer wieder Futter nachlegen. Aber dann kann sie halt die Welt erkunden. Jo, und deswegen passt das gerade so super. So super. Dann habe ich hier noch Augenpads. Augen- und Lippenpads. Genau, wow. Beauty Lip Pad Mask. Schön. Limited Edition Luxurious Lips.
Da bin ich mal gespannt, wie die so funktionieren. Yuti ist ja eigentlich eine echt geile Marke, ne? Die machen schöne Sachen. Und dann von Isana mit Wassermelone. Hydrogel-Augenpad, sofort frische Effekt mit Koffein und Melonenextrakt. Das schreibt meinen Namen. Kannst du nicht anders sagen. Genial. Wow, Daniela, ey. Es geht tatsächlich noch weiter. Da habe ich hier ein süßes Ding. Was steht da drauf? Step 2. Das geht auch noch zu Step 2. In so einem niedlichen Rosenpapier-Taschentuch. Richtig schön. Oh, ist das ein selbstgemachtes Peeling oder so? Sowas liebe ich ja, ne? Oh nein, Parfüm de la Maison, ein weißer Tee, eine Duftkerze im Glas. Richtig geil. Oh Gott, ja, das mag ich. Mhm, das riecht so gut. Nach frisch gewaschener Wäsche. Mit einem Hauch von Gemütlichkeit zu Hause. Nee, das mag ich wirklich gerne leiden. Finde ich schön und oh, echt hübsch. Das ist toll, ein kleines Weglass. Oh, ich habe hier noch einen Brief. Erstmal schön alles durcheinander, ne? Für Claudia steht hier drauf. Und nur am Durchhecheln neben mir. Hier habe ich richtig süß einen Schmetterling drauf abgebildet und eine Blume. Das sieht auch hübsch aus, ne? Mag ich gerne leiden. Oh, das ist eine Pop-Up-Karte. Ich liebe Pop-Up-Karten. Okay, okay, ich mache sie auf. Ihr dürft es auch sehen. Tada! Ist das nicht schön? Viel Spaß mit dem Paket. Flieg, kleiner Schmetterling, flieg! Viele Grüße, viele liebe Grüße von Dani. Ich darf Dani sagen. Das feiere ich. Habe ich ja auch von Danny die ein oder andere, ne? Finde ich mega schön. Das ist cool. Ich weiß gar nicht, ob sie die selber macht oder wo man die so herbekommt, weil hier steht jetzt nichts draufgedrucktes, ne? Okay, hier ist eine Anleitung, in welcher Reihenfolge ich die Sachen hätte aufmachen dürfen. Da dumm. Sie bedankt sich auf jeden Fall bei mir für die Videos und die Zeit und so weiter. Richtig, richtig süß. Und ja, Step 1 ist fürs Bad und Step 2 für die Couch. Ich wünsche dir gute Erholung. Viele liebe Grüße von Dani. Dankeschön, liebe Dani. Also, ja, definitiv hast du in mein Herz hineingetroffen. Das ist schon süß. Und hier steht auch noch was drauf. Damit der Morgen gleich gut beginnt. Okay. Hier ist auf jeden Fall so ein kleines Lämmchen drauf. Mit Schokolade im Bauch. Das feiere ich schon mal sehr. Nom. Das ist so ein Brettchen. Ich liebe solche Brettchen. Haben wir auch ständig im Einsatz bei uns. Sei es als Schneidebrettchen oder als Frühstücksbrettchen halt ganz klassisch, ne? Das hier. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist süß! Ich schmelze. Oh mein Gott! Das ist so süß, Sammy. Es ist so niedlich. Dankeschön. Mega. Also, liebe Dani, vielen, vielen Dank auch dir für dein mega geiles Paket. Sammy wird da noch so seine Freude mit haben, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, das war's dann jetzt ja auch von mir. Krass, also ein Wechselbad der Gefühle, muss ich gestehen, ne? Von, oh mein Gott, ich bin schwanger, über ja schwierige Zeit Anfang des Jahres mit den Opis gehabt, sage ich jetzt mal, bis hin zu, ihr seid die Allergeilsten, weil ihr mir einfach so Herzenssachen schickt. Das ist echt so lieb. Und ja, ich bin sehr stolz darauf, so eine coole Community zu haben, die einfach so, so herzlich ist und ja, die sich genauso wie ich über verrückte Dinge freut. Ja, und das war es jetzt auch hier von mir, ja, mit meinem Video. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, nehme ich mal. Oder Tauschpaketen. Tauschpakete sind eigentlich ganz cool. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!